So, nochmal einen fünften Teil, einen unverhofften fünften Teil zum Barb in 2.2. Und zwar habt ihr es ja bestimmt gehört, die Bersi-Armschienen wurden aus dem Spiel genommen. Was natürlich besonders auf den ersten Blick, ja, hat mich das regelrecht geschockt. Ich dachte, oh Gott, jetzt macht mir die Season und der Patch überhaupt keinen Spaß mehr, was soll das alles? Und was habe ich da alles getestet auf dem PTR, was alles auf diesen Armschienen basiert hat? Und das ist auch wirklich alles richtig. Und ich war selber, wie gesagt, echt böse am Anfang. Aber ich muss auch sagen, nach ein, zwei Tagen jetzt, nachdem ich mir den Bart ein bisschen genauer angeguckt habe, hält sich meine Verzweiflung auch in Grenzen. Muss man auch sagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Shitstorm, der da losgetreten wurde, und der war ja wirklich heftig gestern in den Foren, auf Reddit, überall, der war mir ein bisschen zu krass. Muss ich ganz ehrlich sagen. War ein bisschen übertrieben. Ja, nur wegen einer Armschiene muss nicht gleich der ganze Patch scheiße sein. Die Leute haben ihr D3 deinstalliert, der Barb ist tot und so weiter. Das stimmt alles nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil, ich muss wirklich sagen, das ist sogar ganz gut gebalanced, was Blizzard uns jetzt hier präsentiert. Ich habe ja immer gesagt, wir müssen es jetzt mal versuchen, objektiv zu betrachten. Ich habe ja immer gesagt, ich finde es gut, wenn es eine Balance geben würde. Und zwar innerhalb der Klasse, unter den Sets. Und diese Balance, die scheint jetzt wirklich sehr gut zu sein. Das Rekkos-Set, das IK-Set und das Wirbelwind-Set sind ungefähr auf einer Höhe. Natürlich ist es nicht so stark. Wir kommen nicht Richtung 60. Greater Rift 60, mal sehen. Aber ja, eher so Mitte 50. Aber die Sets können alle drei Sets können diesen Wert oder das erreichen. Und deswegen muss ich wirklich sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wie wir am Anfang dachten. So oft, wie man das ist bei Blizzard, wo man erst denkt, oh Gott, was machen die? Schlimmstes Entwicklungsteam überhaupt. Und am Ende ist es vielleicht doch nicht so schlecht. Man muss natürlich sagen, und das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen, dass das schlecht gemacht ist von Blizzard. Und immer wieder sehe ich das in den letzten Monaten. Und schon seitdem ich Blizzard spiele, jetzt seit 2, 3 Jahren, Blizzard spiele genau betrachte, dass es da, es muss organisatorisch innerhalb dieser Firma große Defizite geben. Und das muss man auch wirklich klar sagen, da läuft teilweise die Sachen drunter und drüber. Und nur als Beispiel, bei Patch 2.1.2, da ist ihnen aufgefallen, den wollten sie eigentlich vor Weihnachten bringen, dann ist ihnen aufgefallen, aber am Weihnachten sind ja unsere Leute alle im Urlaub, was ist, wenn dann ein Hotfix kommen muss? Nee, dann können wir den nicht bringen, dann müssen wir den einen Monat später bringen. Dann kam ein Patch mitten in der Season, ne? Ihr habt das alles mitbekommen und alles war durcheinander. Und das führte auch dazu, dass wir jetzt wieder die Season so kurz ist und der ganze Plan, Zeitplan von Blizzard ist durcheinander gewesen. Jetzt sehen wir es wieder hier mit den Armschienen. Wir testen 6 Wochen auf dem PTR mit diesen Armschienen und ganz am Ende wird ein grundlegendes Element aller dieser Tests und von allem Feedback, den mir Blizzard gegeben hat, rausgenommen. Ein Tag oder eine Woche, bevor der Patch online geht. Und das ist nicht gut gemacht. Man hätte viel besseres Feedback an Blizzard geben können, besonders, und dazu ist ja der PTR da, hätte man die gleich mal rausgenommen. Oder meinetwegen auch nur ein paar Tage vor Ende des PTRs. Ja? Aber zumindest auf dem PTR und nicht so eine grundlegende Änderung dann vom PTR auf den Live-Server vollziehen. Trotz dessen, und das ist ganz klar meine Kritik hier, die ich jetzt geäußert habe, habt ihr gehört, und ich glaube, es ist relativ scharf, wenn man einer Firma vorwirft, dass sie verkrustete Strukturen hat und da es irgendwie keine Organisation herrscht und dort es irgendwie nicht einen roten Faden zu erkennen ist, oft zumindest. Trotz dessen muss man sagen, das ist jetzt das Endergebnis und das muss man halt auch mal unabhängig sehen von dem, was jetzt passiert ist und wie das gelaufen ist, dass es scheiße gelaufen ist und scheiße kommuniziert wurde. Trotz dessen muss man jetzt das Ergebnis sehen und das ist gar nicht so schlecht. Ganz ehrlich, objektiv betrachtet. Die drei Sets sind auf einer Augenhöhe. Man ist natürlich, ist der Barb jetzt nicht die stärkste Klasse, aber ist ja auch nicht so schlimm, muss ja gar nicht sein. Mir ist es relativ egal, wie ich im Gegensatz zu anderen Klassen bin. Ich will mein Barb spielen. Und deswegen finde ich es nicht so schlimm, muss ich sagen. Und ich glaube deswegen, ich hatte überlegt, soll ich jetzt überhaupt noch den Barb spielen in der Season, den spiele ich in der Season. Ja?
Und da gesagt wurde, die Season geht mindestens 4 Monate lang, werde ich auch sicherlich nicht nur den Barb spielen. Aber erstmal werde ich den Barb spielen und dann mal gucken, ob ich einen Wizard oder einen DH noch als zweites spiele. Hat man ja dann wirklich lang genug Zeit. Aber wie gesagt, das Ergebnis, was wir hier sehen, ist eigentlich ganz okay. Und gestern und auch heute und musste mich, 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 mussten wir uns halt wirklich viele Gedanken machen. Was machen wir jetzt? Und man muss halt dann auch so ein Problem oder sowas wie das Wegfallen dieser Armschienen muss man auch irgendwie als Anreiz sehen. Mir hat es halt auch gestern wirklich dann viel Spaß gemacht, viele Sachen auszuprobieren. Und das, was ich am besten fand gestern, möchte ich euch einmal vorstellen. Ich habe gestern sehr viel mit dem IK-Set getestet, mit dem Brokatos-Set und mit dem Ringe-Set. Ja, das war ja, habt ihr in meinen Videos gesehen, die übrigens, die ihr immer noch gucken könnt. Also, die sind absolut noch okay. Die basieren zwar auf diesen Armschienen, aber vom Grundprinzip kann man die eindeutig noch übertragen. Ihr müsst euch halt nur Gedanken machen, wie ihr diese Armschienen ausgleicht. Das, was ich gestern gemacht habe. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Deswegen lasse ich die Videos auch online, logisch. Und lasst euch, müsst ihr vielleicht einmal selber was überlegen. Oder ihr guckt jetzt mal, was ich hier gemacht habe. Denn das finde ich, zumindest was gestern meine Tests anging, das fand ich so bisher die beste Skillung. Für Greater Rifts, Solo Greater Rifts und auch zum Speedfarmen nicht schlecht. Und zwar ist es das mit einem 6er IK-Set mit IK-Waffe. Ihr müsst sehen, mein Gear ist mega, also nicht mega schlecht, aber wirklich nicht toll. Ich habe keine Ancient-Item, also ein Ancient-Item habe ich. Ein einziges, ja. Das ist der Gürtel. Die Waffe ist sehr, sehr schlecht. Die in Ancient. Und da wird noch viel mehr gehen. Und generell die Items sind nicht gut. Und trotzdem habe ich gerade eben locker 47 damit geschafft. Und ich denke auch, man kommt bis 48, 49, 50. Selbst mit so schwachem Gear. Das heißt also, wenn ich da wirklich starkes Gear hätte, geht da was über die 50er auch hinaus. Und zwar basiert es auf, wie gesagt, 6er IK und 4er Wirbelwind-Set mit Prunkring und Einheit. Und wir müssen ja irgendwie das Wegfallen der, vor allen Dingen der Damage Reduction von den Bersi-Armschienen. Ja, wir hatten Wahnsinn, erhöhten Schaden und reduziert sämtlichen erlittenen Schaden um 50%. Ja, also die beiden Runen, die sind halt sehr stark gewesen. Ich lasse jetzt mal die Heilung mal raus. Ja, Heilung hatten wir auch noch sehr stark. Aber das ist erstmal diese Damage Reduction, die müssen wir irgendwie ausgleichen. Und da bietet sich am besten Ruf der Urahn alle für einen an. Und zwar 50% des zugefügten Schaden wird stattdessen auf die Urahnen verteilt. Ne? Hatte ich ja auch schon mal in einem Video euch erzählt oder erklärt, dass es ziemlich gut ist. Dazu braucht man dann Kampfrausch mit Schwert der zu Flugscharen. Also das sind, dass dann die ganze Zeit diese Heals-Bubbles droppen, Heilkugeln. Und dadurch kriegen wir auch sehr viel Wut, ne? Denn wir benutzen dann als neue Armschienen die Malta-Heals-Armschienen, die Wickeltuch der Seelen Erntas. Ja, also so haben wir Damage Reduction. Heilung, ne, durch die ganzen Heilkugeln und schön viel Wut. Ja, also ihr seht, diese Kombination, Kampfrausch mit Schwerter zu Flugscharen und Ruf der Uhren alle für einen, ist sehr, sehr, sehr stark und kann Teile dieser Armschienen kompensieren. Wir verlieren natürlich ein bisschen Schaden, Blutvergießen müssen wir rausnehmen, wir verlieren Wut, die wir kriegen, weil wir Wut die Urahnen rausnehmen müssen, Wut-Urahnen, aber die kompensieren wir anders. Deswegen ist basiert, würde ich viele Skillungen, die ich jetzt entwerfe oder mache oder ausprobiere, auf diesen beiden Skills basieren lassen. Dazu nimmt man Berserker mit Wahnsinn, erhöht die Schadenserhöhung, die ist halt wirklich sehr stark. Wirbelwind, Blutbad, ne? Wir haben ja, Rend, wir haben ja erhöht den Schaden von Zerfleisch um 500%. Und dann kann man natürlich hier bei Überwältigen, hier kann man Sprint reinnehmen, hier kann man Aufstampfen reinnehmen. Hier kann man Warcry reinnehmen. Je nachdem, was man möchte. Zum Beispiel Überwältigen habe ich jetzt drin für maximalen Schaden. Ganz wichtig ist, denn die Heals Bubbles reichen nicht alleine aus für die Wut, die wir brauchen, sondern wir brauchen auch noch Waffenmeister. Sehr schön, Waffenmeister zusammen mit Mighty Weapons zu nehmen, ne, für die Wuterzeugung. Und dann können wir sehr schön offensive Passive nehmen und Nerven aus Stahl für höhere Greater Rifts. Für Speedfarmen braucht man zum Beispiel Nerven aus Stahl nicht. Da kann man dann halt auch noch Raufbold zum Beispiel nehmen. Ja, so sieht es aus und das ist wirklich eine sehr schön zu spielende, ist jetzt nicht so anspruchsvoll, aber eine schön zu spielende, starke Skillung.
mit dem IK-Set. Man kann das Ganze jetzt auch auf das Wirbelwind-Set übertragen. Ja? Dann nehmen wir 6 vom Wirbelwind-Set und 4 vom IK. Das wäre jetzt die zweite Kombination, die man spielen kann. Und die sieht sehr ähnlich aus. Eigentlich ziemlich genau so spielt man dann die Skillung. Nur, dass man vielleicht Kriegsschrei reinnimmt. Muss man dann mal gucken, je nachdem, wenn man ein bisschen mehr Defensive möchte. Und dass man dann halt noch eine zusätzliche Heilung hat. Weil man kann eine andere Wirbelwindrune einstellen. Denn durch beim 6er Wirbelwind-Set kriegt man eh, erhält Wirbelwind eh den Effekt von Staubteufel. Das heißt also, man kriegt noch eine zusätzliche Heilung, was nicht schlecht ist. Ja, und die Staubteufel sind dann halt die Hauptdamagequelle zusammen mit Zerfleischen. Also das ist die eine Möglichkeit. Und wie gesagt, die andere Möglichkeit ist, das Ganze genau so eigentlich über IK zu spielen. Die nehmen sich nichts. Das ist dann halt, müsst ihr selber gucken, was euch mehr liegt. Ob ihr dann lieber mit einem Wirbelwind-Set spielt oder mit einem IK-Set. Das wird aber, denke ich, erstmal jetzt so die Grundskillung sein. Und auch, finde ich, bei allen Tests, die ich gemacht habe, mit Abstand das Stärkste. Ja, weil man halt eine schöne Defensive hat, man hat Wut und man macht halt auch Schaden. Das ist halt wichtig. Es sind nämlich ganz viele Sachen, die ich getestet habe, sind entweder zu offensiv, zum Beispiel das Herr der Ringe-Bild, das ist einfach zu offensiv. Oder zu defensiv, bestimmte Builds. Wenn ich die Wut-Urahn rein, also wenn ich zu viele passive, defensive, passive reinnehme, wenn ich defensive Gems reinnehme, Leck-Gems, dann wird das alles zu defensiv und dann macht keinen Schaden mehr. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz ordentliche, ein ordentlicher Mittelweg, diese Skillung. Kann ich euch nur empfehlen. Probiert's aus. Und ja, lasst euch nicht immer von solchen Shitstorms und Hypes und ach, alles ist so schlimm und schlecht. Lasst euch nicht da so sehr davon runterziehen. Ist mein Tipp. Bleibt objektiv, betrachtet das große Ganze. Und dann werdet ihr auch sehen, dass es das alles gar nicht so schlimm ist. Sondern vielleicht wirklich im Endeffekt den Barb sogar interessanter macht. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt vielleicht ein ganz bisschen optimistisch alles ausgedrückt. Ich versuche ja immer so ein bisschen gegen den Trend zu schwimmen, damit man auch mal eine andere Perspektive sieht. Und ja, probiert's aus. Ich kann es empfehlen. Der Barb ist nicht uninteressanter geworden. So viel steht fest. Ja, würde sagen. Wir sehen uns spätestens morgen, hoffe ich. Um 18 Uhr geht die Season los. Ich mit dem Barb habe mich jetzt entschieden und ja, viel Spaß!